Letztes Mal? Ah, super. Warum sehe ich nichts? Ah, okay. Okay, gut, das kriegen wir nachher noch hin. Lol, das sieht ja crazy aus. Vor allem das Fichtenholz sieht ein bisschen strange aus, will ich nicht schon fast sagen. Ich muss nachher nur aufpassen, dass ich nicht irgendwie in ein Loch falle. Das werde ich dann aber nachher schon hinkriegen. Einfach ein bisschen was abbauen, ein bisschen was zubauen, dann passt das. Ist denn das? Da ist das. Wie baue ich mir jetzt hoch mit dem, ne? Das nichts! Eine mache ich noch drauf, oder? Ja gut, kommt drauf an, wie lange das Ding und so reicht, würde ich mal sagen. Ja, okay, gut, obwohl. Die nächste Tasche werde ich dann mit Dings machen, also mit bemuster Pflaster, also ne, nicht mit bemuster, sondern wieder mit einer Runde Fichtenholz und mit, wo ist meine Axt? Oh, die ist wieder weg. Weg damit. Sondern mit, Steinziegel und wieder Fichtenholz. Und dann nur noch Steinziegel. Oder wollte ich das so sagen? Ich weiß es nicht. Oh Gott. Der Fehler im Haus. Wie immer. Obwohl, das mache ich dann wahrscheinlich komplett aus Steinziegeln. Ja, doch. Und dann werde ich mit Steinziegeln weitermachen. Dann gucke ich mal, wie ich es mache. Eine Etage machen wir noch. Also einmal höher noch. Keine Etage. Ich weiß auch noch nicht, wie es am Ende aussehen wird. Wahrscheinlich extrem crazy, ein extrem crank LP. Aber naja, wow. Ich muss aufpassen, dass ich nicht ins ewige Nichts falle. Obwohl, ich könnte vielleicht auch einfach mal den hier machen. Nur so als kleiner Tipp, Patrick. Das hilft Mama echt viel. Keine Mobs. Ich fühle mich so einsam. Ja genau, danke, dass du mir die Eichenholzbretter nachreicht. Auch wenn die anderen Fichtenholzbretter sogar im Inventar sind. Aber ist ja nicht wichtig. Aua. Und danach werde ich dann erstmal... Okay, was heißt danach? Danach werde ich dann wahrscheinlich erstmal die Aufnahme beenden. Und dann werde ich irgendwann mal hier auf meinen Aufgang hoch machen. Ich weiß nicht, ob der aus Leitern sein wird. Wahrscheinlich schon, weil der Platz doch ziemlich dünn ist. Was ich hier anders was ich in den einzelnen Taschen reinmache, weiß ich auch noch nicht. Da muss ich auch noch erstmal überlegen. Ich bin ja nicht so der Schnelle. Aber da wird mir schon noch... Oh, was einfallen. Ich konnte irgendwie gerade nicht hören mit der Maus. Ich habe gerade gedacht, sie wäre abgekackt. Aber das ist sie Gott sei Dank doch nicht. Oh, hier riecht schon so gut. Heute Abend gibt Schnitzel mit Pommes. Oh, geil. Hoi. Springen. Ich finde es echt so ironisch, dass uns der Bug nur wegen einem Dings passiert ist. Weil wir eigentlich ja nur noch die normalen Mobs haben wollten. Und dann, ja, bla. Nervt aber auch ein bisschen. Okay, was heißt, es nervt ein bisschen? Es nervt extremst. Für euch normales Holz auch, dass ich mal den extremen Patrick-Fail hier mal ausgleichen kann. Pom, pom, pom. Wo ist denn der? Hier ist so hier nochmal Stein mal. Ach, der hat sogar noch was drinnen. Oh ja, da werden wir dann auf jeden Fall auch mitbauen. Ich weiß nur noch nicht genau wie. Ich werde jetzt erstmal ein Dach da drauf packen, also auf das eine. Und dann passt das. Ja, ich brauche dafür so viel. Lasst mich in Ruhe. So, dann gehen wir doch gleich mal wieder zurück. Eigentlich wollte ich ja in dieser Aufnahme noch ein Thema ansprechen, aber das hat jetzt irgendwie nicht mehr so funktioniert wegen dem Kack mit dem Schafen und bla und ach, lasst mich doch einfach alle in Ruhe spielen. Aber naja, was will man machen?
Wenn so ein Fail passiert, muss man irgendwie damit leben und damit auch. Sieht schon interessant aus, aber ich hätte irgendwie einen weiteren Übergang im Holz gehabt. Ich könnte rein theoretisch auch. Boah, wäre das ein bisschen. Ich könnte ja auch, also jetzt die Dingsteine, die Moossteine da rausnehmen. Und nee, da müsste ich nochmal. Aber es sieht schon komisch aus. Ganz ehrlich, komisch ist mein Baustil. Guck mal, wie der aussieht, wenn er mal fertig ist und dann wirklich mehrere Etagen hoch ist. Sieht er nämlich irgendwie ein aktuelles Chartlied. Scheiß doch auf eine Höhle, es sind sowieso keine Mobs mehr. Aua. Neuer Versuch, erstmal was essen. Gib mir das Essen. No, Alter, war ich habe so einen Hunger. Ich mache jetzt aber hier noch kurz ein Dach rein. Alter, wenn Erik die Folgen. Ich hasse mich, ne? Ich könnte mir so viel leichter machen durch eine. Noch eine winzige Änderung, aber ich mache es einfach nicht. Das ist so genial. Ha, geschafft. Episch. Ich baue dazu, obwohl da gleich wieder was, obwohl ich das gleich wieder wegkloppe. Aber das ist ganz egal. Denn es ist mein Let's Play und ich kann machen, was ich will und werde ich auch noch so sehr failen. Warum muss ich denn eigentlich dazu da hoch? Muss ich doch gar nicht. Nachdem das dann gebaut ist und dann gucke ich es mir mal nochmal an. Werde ich dann die Aufnahme auch beenden? Ich werde wahrscheinlich schon noch irgendwie da noch ein bisschen Verzierungen und so hinzufügen, aber ich bin eigentlich, muss ich zugeben, nicht so der Bauer in Minecraft. Ich bin eher so der Miner. Weil ich allgemein beim Bauen nicht wirklich so viel. Eigentlich bin ich schon fantasiereich und auch ideenvoll, aber beim Bauen irgendwie. Ich weiß nicht. Jetzt einfach mal ein bisschen ruhiger, muss auch mal sein. Ich bin ja auch krank, nicht? Und. Dunkelheit! Ja, WTF. Das nervt nämlich hier unten sonst ein bisschen. Ich sehe hier, wie das die ganze Welt auf ein Level von 16 gestellt wird. Also wirklich alles. Also wirklich absolut alles. Muss ich da nochmal neu connecten? Okay, nein. Dann würde ich sagen, war es das jetzt mal hier für den Augen? Ah, jetzt. Nee, doch nicht. Was hat jetzt mal für einen Augenblick? Wie gesagt, da wird auf jeden Fall noch mehr draus werden. Ich weiß noch nicht genau, wie, wo, was ich da noch reinbringe, aber ich bin mir sicher, am Ende wird es normal aussehen. Ich meine, alle, die auch die Minecraft-WG-Folgen mit mir gesehen haben, haben ja auch gesehen, was ich da tolles, episches zusammengebaut habe, aber naja. Aber so, geil, so kann ich schon spawnen, also spawn, pick. Nein, nicht sterben, das wollte ich nicht. Ich habe keine Freunde. Oh, willst du mein Freund sein? Oh. Was ist Cheaten? Wenn es unbedingt Cheaten war. So. Es ist weg. Es liegt da rum und wird despawnen. Es wird ganz in Ruhe despawnen, okay? Aber nächste Aufnahme werde ich dann auch mal wieder die Shader reinhauen. Die vermisse ich jetzt mittlerweile schon ein bisschen. Ich denke, wenn dann Minecraft mit 3GB läuft, wird es dann auch nicht mehr so ruckeln. Muss halt nur aufpassen, dass ich nicht so lange aufnehme, ansonsten mein Prozessor durchschmoppe, wenn der dauernd auf. Wie viel läuft denn gerade? 50% auf 60 GB, okay, das passt doch. Das für so ein Game, das ist einfach nur lächerlich. Mojang, das wollte ich nur lächerlich, kann ich dazu sagen? Mehr kann ich dazu. Frage doch, ich hätte eine Kuh gehört. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Auf jeden Fall sage ich an dieser Stelle erstmal danke fürs Zuschauen. Hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn es vielleicht bleibt bei Minecraft. Dann eventuell sogar mit Mobs. Sind eigentlich im Nether auch alle Mobs weg. Also die Pikmin. Die Pikmin, Pikmons.
wir jetzt wirklich alle Mobs ohne jegliche Ausnahme wirklich alle Mobs Kuras, übrigens, guckt mal kurz die Spitzhacke an. Hoi! Ja! Ja, wow! Alter, war ich bin doch so ein Idiot, ich bin so ein Idiot. Egal. Ich krieg das hin, ich log mich nachher wieder ein, dann sterbe ich, dann schiebe ich mir nachher mein Zeug wieder. Und ich setze mich einfach kurz in Game Mode, das passt auch. Krieg ich das kurz hin in Game Mode? GM1? Warte mal, ich guck kurz, ob GM1 geht, ob ich Game Mode 1 eingeben muss. Okay, gut. Okay, dann würde ich sagen, kannst du das jetzt mal kurz schnell tippen? Ich habe irgendwie gar keinen Schaden gekriegt, wo ich drin war. Hm. Egal. Genau, lass ich nochmal runterfallen. Wow, wie klug. Ach ja, Patrick. Du bist schon ein elendiger Noob. Aber es sind wirklich alle Mobs. Wäre cool. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wirklich alle weg sind. Naja. Aua. Was soll das? Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen von dieser epischen Aufnahme, wo wirklich mal wieder so viel falsch schief gelaufen ist. Wie immer. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Wünsche eine schöne Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne nach oben geben. Wenn es euch nicht gefallen hat, auch gerne einen Daumen nach unten. Wenn ihr auch auf unserem Kanal wart und euch allgemein unser Kanal und unser Konzept gut gefällt, könnt ihr auch gerne mal ein Abo da lassen. Ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare posten, was wir besser machen können und was wir schon gut machen, aber noch ausbaufähig ist. Und wenn euch allgemein das Let's Play ganz gut gefällt, könnt ihr auch gerne mal zur Playlist gehen und der einen Daumen nach oben oder einen Daumen nach unten geben, je nachdem. Auf jeden Fall bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche eine schöne Woche. Na, was gibt's noch zu sagen, außer Scheiß Java und tschüss. Ich lasse noch ein bisschen die Musik laufen, ne? Ich bin jetzt mal ruhig. Ich lasse die Musik auflaufen, weil ich diese schön finde. Ciao.